Das ist die Tür. Was? Was? Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, wir spielen heute mal Minecraft, aber mit einer kleinen Änderung. Und zwar seht ihr vielleicht schon meinen Charakter. Das ist nicht das Einzige, was etwas anders ist. Denn ihr seht wahrscheinlich auch schon die Umgebung hier. Und die ist alles andere als blockartig. Denn wir sehen zum Beispiel hier, das Häschen sieht auch sehr, sehr komisch aus. Es hat keine Blöcke. Ich bestehe auch nicht mehr aus Blöcken. Und generell, ja, ist das auf jeden Fall nicht der Normalfall, wie Minecraft aussehen sollte. Aber ja, das heißt, Minecraft ohne Blöcke, ob das möglich ist zu spielen oder nicht, sehen wir in diesem Video. Und wenn du noch keinen Like da gelassen hast, lass einfach mal an dieser Stelle ein Like da. Lass ein Abo da, einfach weil Wochenende ist. Genau, Leute. Einfach weil Wochenende ist und weil über 70% von euch noch nicht abonniert haben. Und ich würde es wirklich freuen, wenn du einfach mal kostenlos abonnierst. So, also Leute, was machen wir? Minecraft ohne Blöcke. Ich habe es noch nie gemacht, also in der Art zumindest noch nicht. Ich habe mir nämlich eine Mod runtergeladen, beziehungsweise zwei Mods runtergeladen. Und ein spezielles Texture-Pack. Und dann sah Minecraft genau so aus. Und wir können auch in die Mine gehen, denn das Spezielle an dieser Mod ist einfach, dass wir, wie schon eben erwähnt, keine Blöcke mehr haben. Das kann gut oder schlecht sein, kann man so oder so sehen. Und ich muss mal ganz kurz hier Auto-Jump deaktivieren, denn man weiß gar nicht, was man genau abbaut. Also ich mache jetzt hier mal so eine Workbench, würde ich sagen. Und bekomme erstmal hier das verarbeitete Holz weiter. Und das hier ist eine Workbench. Schaut euch das mal an! Das ist eine Workbench. Man kann es kaum glauben. Und es sieht jetzt hier auch ultra komisch aus in der Umgebung, weil einfach alles mit Schnee bedeckt ist. Aber Leute, ich sag mal so, kann man mal machen, oder? Jetzt bin ich auf die Sticks gespannt. Okay, Sticks sehen normal aus, nur die Blöcke sehen etwas, ja, nennen wir es mal anders. Die sehen etwas anders aus. Okay, Leute, also gehen wir mal in die Mine rein. Beziehungsweise, wir sehen hier schon, das ist ein Mineingang hier. Und wenn ich jetzt mal hier reingehe, seht ihr, okay, was ist hier mit der Mine passiert, ne? Ich versuche mal hier Kohle abzubauen. Treffe ich die Kohle? Ich weiß gar nicht, was ich genau treffe. War das die Kohle? Wo ist denn die Kohle hin? Alter, Kohle, komm raus! Ich weiß, wie gesagt, irgendwie nicht, was ich abbaue. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass das da irgendwo unten rumglitscht, da vorne. Ihr seht es, da glitscht es rum. Jetzt komme ich dran. Okay, ich habe noch Cobblestone bekommen. Also, es ist ultra verrückt, hier irgendwas abzubauen. Schaut euch das mal an. Lol. Hä? Baue ich jetzt nach unten? Das ist ja komplett... Das ist ja voll verwirrend. Hä? Und wo sind jetzt meine Blöcke hin? Soll ich mich mal hochbauen? Schaut euch das mal an. Wenn ich jetzt einen Block hinbaue... Dann wird die Wand einfach nur größer. Und jetzt hier auch so ein komischer Block in der Wand. Also das sieht wirklich sehr, sehr komisch aus. Ich denke mal, da sind wir uns einig. Und was ich mir auch sehr, sehr lustig vorstelle, ist andere Sachen. Zum Beispiel ein Villager-Dorf. Oder, Leute, sollen wir mal so ein Haus bauen? Ich glaube, wenn ich so ein Haus baue, dann... Ja, endet das hier nicht so gut. Aber können wir eigentlich mal an sich machen. Was auch mega verrückt aussieht, schaut euch das an. Das ist einfach eine Kuh. Wie kann das eine Kuh sein? Alter, also, das war ja schon lustig, aber schaut euch das an. Wow, das sieht ultra verrückt aus. Also wirklich, es sieht so komisch aus, dass es schon wieder gut aussieht, oder? Was sagt ihr, Leute, was haltet ihr von diesem runden Style? Schreibt's mal in die Kommentare, schreibt mal in die Kommentare. Gut oder sowas wie, nein, lieber Blöcke. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Also, so für zwischendurch ist es ganz lustig, aber schaut euch das an. Das ist, ja... Es ist interessant, sagen wir es mal so. Okay, wir machen uns jetzt erstmal hier ein bisschen was zu essen, indem wir die Chicken töten. Komm her, komm. Nein, bleib stehen. Lol, ist der gerade im Boden versenkt? Ich glaube, ich habe den gerade im Boden fallen sehen, wenn ich mich nicht täusche. So, okay, bam. Den haben wir jetzt gleich im Moment. Und, yeah, den töten wir hier. Perfekt. Töten wir den. Und, ja, ja. Yeah, jetzt hier im Moment sollte er da sein. Perfekt, okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen Folgendes. Ich habe ja schon gerade angekündigt, dass wir in dieser Folge ein Haus bauen werden. Und das werden wir auch tun. Ich will dieses Chicken töten. So, das werden wir auch tun. Aber dafür brauchen wir selbstverständlich Holz. Und ich sehe gerade, wir bräuchten eigentlich nochmal etwas Stein. Da hinten sehe ich doch Stein. Dann würde ich sagen, gehen wir da einfach mal rüber. Das hier soll übrigens Gras sein, wenn ich das abbaue. Ich weiß auch nicht, warum auf einmal 6 Gras... Oder jetzt 4 Grasblöcke, aber gerade wurden 6. Ja, genau hier. Wir sehen 8 sogar. LOL! Und
Dieses Gras kann ich hier nicht abbauen. Auf jeden Fall bauen wir den Grasblock ab. Oder Dreck. Was ist denn das jetzt hier? Es war ein Dreckblock. Und es werden einfach hier komischerweise 8 Sachen auf einmal abgebaut. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist ultra verrückt. Okay, also wenn wir jetzt hier in dieser Höhle sind, will ich einmal ganz kurz noch eine... Was holen wir uns noch an? Wir holen uns hier Cobblestone, genau. Ein Cobblestone nehmen wir noch mit. Jetzt platzieren wir nämlich die Workbench, Leute. Und ich denke mal, das ist hier doch die perfekte Umgebung, oder? Hier schön zwischen den Bäumen. Da haben wir ein Schwein. Alter, die Tiere sehen so lustig aus, ne? Das sieht irgendwie so... Ich weiß nicht, der sieht so streng aus, so böse ein bisschen, oder? Da bräuchte nur noch hier so böse Augenbrauen, die so nach unten gehen. Also, Workbench ist platziert. Die fällt einfach gar nicht auf, ne, die Workbench. Man könnte fast denken, das ist von so einem Baumstamm oder sowas. Aber naja, ist auf jeden Fall eine Workbench. So, jetzt nehmen wir uns hier die Axt, zack. Und dann schnappen wir uns hier das ein oder andere, ja, Stück Holz. Und dann werden wir uns ein wunderschönes Haus bauen aus, ja, kreisförmigen Blöcken. Wahrscheinlich kreisförmigen Blöcken, oder? Dann bauen wir erstmal die ersten Blöcke hier ab. Also ich finde es mega lustig. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der ganzen Sache haltet. Ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt öfters machen muss. Wenn ihr es wollt, dann lasst einfach mal ein Like da, ein Abo da. Vielleicht kann ich dann ja in der nächsten Episode den, keine Ahnung, was könnte ich machen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht den Ender Dragon killen? Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin offen für alle Vorschläge. So, aufgrund dessen, weil das Meinen komplett schlecht geht unter diesen Bedingungen, mache ich jetzt mal ein Haus. Aber das sind nur diese Kreise, die hier platziert werden. Alter, okay, irgendwie laggt das ein bisschen, wenn ich das platziere. Das müsst ihr mir verzeihen. Ich weiß nicht, ob es auch in der Aufnahme laggt, aber jedenfalls laggt es, wenn ich gerade hier baue. Und warum, von wo kommen diese Schatten? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Okay, dann schaut euch das an. Was passiert denn, wenn ich mir jetzt hier eine Tür mache? Ich nehme mal ganz kurz hier die Workbench mit. Und jetzt bin ich echt gespannt, ob die Tür auch kreisartig wird. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube irgendwie nicht. Aber, Leute, ich mache mich auf das Schlimmste gefasst. So, in diese Richtung. 2 würde ich es noch sagen. Genau, in diese Richtung hier. Und dann, okay, auf die anderen Kreise müssen wir draufspringen. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus, Leute. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay, hier. Und jetzt machen wir uns die Tür. Die Tür wird ganz normal, also sieht ganz normal aus. Aber, jetzt bin ich gespannt. Das ist die Tür. Was? Was? Und ich muss mal ganz kurz hier den Baum abbauen, weil sonst stören die Blätter ein wenig. Das ist aber die Tür, habt ihr es gesehen? Die sehen aus wie so Portale. Lol. Okay, das ist ultimativ komisch, aber naja, wie dem auch sei. Wir bauen mal ganz kurz hier nach oben. Okay. Alter. Okay, das Haus kann man auch nicht mehr ernst nehmen, muss man ja ehrlich sein. Aber es sieht ja mal ultra verrückt aus. Also das, ja, kann man mal machen, muss man aber nicht, sagen wir es mal so. Also man muss es wirklich nicht machen, Leute. Ja. Aber es ist irgendwie, man könnte fast denken, wir spielen einen Minecraft-Klon, oder? Falls ihr das Video nicht gesehen habt, wo wir einen Minecraft-Klon gespielt haben, dann checkt das auch nochmal sehr gerne ab. Das habe ich vor 2 Tagen hochgeladen. Es war auch ultra verrückt, die Angelegenheit. Jetzt haben wir nochmal hier ein bisschen Holz. Aber es wird alles so dunkel, oder? Kommt mir das nur so vor? Irgendwie durch die Blöcke sieht das hier alles so dunkel aus. Als wäre ich in der tiefsten Kammer. Jetzt bin ich gespannt. Fackeln. Was ist mit Fackeln, Leute? Was ist mit Fackeln? Werden Fackeln normal aussehen? Fackeln sehen auch nicht normal aus. Yo, wie sieht das denn aus? Und es wird auch komischerweise nicht heller. Kann es sein, es wird irgendwie hier nicht heller. Ist ja mal mega komisch. Okay, platzieren wir mal hier Holz. Zack, zack, zack. Okay, Holz sieht auf jeden Fall gut aus soweit und jetzt gucken wir uns unser Haus an. Leute, könnte man oder kann man überhaupt glauben, dass das hier unser Haus ist? Das sieht so unglaublich komisch aus, aber es sieht lustig aus. Es sieht wirklich lustig aus mit dem süßen Schwein davor. Ja, kann man mal machen, aber man muss es definitiv nicht, ne? Naja, wie dem auch sei, ich denke mal, wir haben ein Haus erfolgreich in dieser Folge gebaut. Und was mich jetzt mal interessieren würde, was ist mit einer Trapdoor? Was passiert, wenn ich hier eine Trapdoor mache? Jetzt bin ich gespannt, Leute. Was sagt ihr? Wird die Trapdoor normal sein oder nicht? So, gucken wir. Und, die Trapdoor ist aber normal. Okay. Ja, jetzt kann ich hier runterspringen und komme dann unten wieder raus. So, und hier komme ich irgendwie nicht durch.
Jetzt komme ich durch, perfekt. Na gut, Leute, mit dem wunderschönen Anblick auf meinem wunderschönen Skin würde ich sagen, verabschiede ich mich von heute. Wenn ihr doch eine zweite Episode sehen wollt, aus unerklärlichen Gründen, dann droppt einfach mal den Like-Button, den Abo-Button und schreibt in die Kommentare sowas wie noch eine zweite Folge bitte. Und dann kommt noch eine zweite Folge. Also Leute, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schönen Sonntag noch und ciao. Wenn dir meine Videos gefallen, vergiss natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren.